Ein Fischdegen ist kein Produkt ab Stange. Man muss auf die jeweilige Krafttech-Situation und Schwimmverhalten der Fische Rücksicht nehmen. Beim Krafttech-Hegelsau hat man aufgrund der topografischen Situation zwei unterschiedliche Fischaufstiegsanlagen bauen. Fischdegen ist auf der Schweizer Seite und die deutschen Fische die haben es ein bisschen einfacher, die können Fischlift benutzen. Das Krafttech ist seit 1988 unter Denkmalschutz und das war eine weitere grosse Herausforderung für den Bau dieser Fischdegen. Hier auf der Schweizer Seite haben wir eine neue Fischdegen gebaut. Die Fische werden mit einer Lockwasserströmung angeschaut, dass sie den Eingang in diese Stegen finden. In diesen Stegen hat es einen Haufen Becken, da müssen sich die Fische ausschlängeln, bis die 11 Meter Höhendifferenz überwunden haben. Hier auf der deutschen Seite hat man keinen Platz gehabt, um einen Fischstegen zu bauen. Darum hat man wegen der engen Platzverhältnisse einen Fischlift gebaut. Die Funktion ist aber genau gleich wie auf der Schweizer Seite. Mit einer Lockströmung werden die Fische angelockt. Und dann können wir sagen, mit dem Fischlift werden sie so im Oberwasser ausgekippt. Je nach Laichzeit fährt der Fischlift 4 bis 12 Mal pro Tag. Während 365 Tage werden die Fische, die hier hochkommen, in diesem Zellbecken ausgekippt, kommen auf den Zelttisch und auf dem Zelttisch die Länge plus die Art bestimmen. Die ganze Fischzählung wird durch lokale Fischereivereine gemacht. Mit den ersten Ergebnissen rechnen wir im Sommer 2018. Die beiden Anlagen berücksichtigen das Schwimmverhalten von rund 30 Fischarten. Und darum sind sie ein wichtiger Beitrag für die freie Fischwanderung im Rhein.